Ja, willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben an diesem Speicherpunkt, der vermutlich den nächsten Boss signalisiert. Warum sollte denn hier sonst ein Speicherpunkt sein, außer wenn der nächste Boss jetzt hier wäre? Also würde ich sagen, wir gehen dort rein und gucken, ob der wirklich schon der nächste Boss ist. Sieht sie wirklich danach aus und... Was ist das? Ob diese Affen etwa so fortschrittlich... Ja, musste mich wieder entsprechend reingewöhnen, da ich schon seit einer Woche nicht mehr aufgenommen habe. Wegen Schule und so. Ich habe jetzt fast immer 8 Stunden. Und Mittwoch sogar manchmal 10 Stunden. Da komme ich um 6 Uhr nach Hause. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Naja, was ist das? Ob diese Affen etwas so Fortschrittliches gemacht haben? Ja, Taste. Azala! Oh, die Affen sind da. Ihr seid nicht wie Eiler. Sagt mir, was das ist, sofort. Nein. Da muss ich wohl ein wenig nachhelfen. Los, Nisbel! Was ist das? Ein riesiger Triceratops, der auf zwei Beinen läuft und irgendwie aussieht, als hätte er zu viele Steroide gefressen. Gott, was geht hier ab? Zweifacher Schaden, Gewitter. Greifen wir mal mit Gewitter an, um zu gucken. Eiler greift natürlich ganz, wie immer ganz normal an. Jo, passt. Take. Eis auf den wieder. Okay, wie denn sonst? Ich hätte ja wieder Schönes zusammen. Ja, beides. Alles macht halbwegs genug Schaden, also soll es passen. Einfach Gewitter drauf und ich habe wieder irgendwie Lust zu husten. Ja, ich habe nicht wirklich Lust drauf, aber das kommt gerade. Moment. So, ja, wahrscheinlich gerade so ein kurzes Knacksen gehört. Das ist, wenn ich meinen. What the fuck? Okay. Die Bosse werden härter. Ja, den Spuren nach. Die werden wirklich härter. Kann man den überhaupt besiegen? Ja, das haben wir schon alles gelesen. Einfach überspringen, überspringen. Lügner, niemand würde so schnell reden. Hier ist keine Ermunterung. Aha. Dann muss man den wirklich besiegen. Okay. Und schon wieder der steroidensüchtige Triceratops. Schön. So. Und der macht gar nicht mal so viel Schaden. Haben wir überhaupt uns vorhin geheilt? Ich glaube nicht. Take Kraft. Das ist aber nur auf einen. Ich greife mal mit Eis an und gleich dann noch Aura-Wirbel, um alle ein bisschen zu heilen. Ja, die greife ich ganz normal an. Kombination. Aura-Wirbel auf alle. Ja, jetzt haben die wieder ein bisschen mehr Leben. Wir haben vorhin die nicht geheilt, wie es aussieht. Tödlicher Stromstoß. So. Wiederaura-Wirbel. Das heißt, Eiler greift jetzt einfach nur an und die beiden machen Aura-Wirbel. Ich habe irgendwie immer nur einen einzigen Charakter, der angreift. Und zwei heilen.
Ist ja auch nicht schön. Das macht nicht so viel Schaden, aber auf alle dafür. Auderwirbel nochmal, damit alle wieder ein bisschen besser geheilt sind. Ja, sollte passen für den Anfang. Eiler greift einfach weiter an. So, jetzt kann ich auch kurz wieder mit Gewitter angreifen. Und male noch mit Eis. Verteidigung unter Schock vermindert, aha. Wie viel Leben hat er überhaupt? Okay, Angriff. Kombination, Gewitter. Tag, Eis. Puh. Schon wieder die gleiche Prozedur wie bei den ganzen anderen Bossen. So abwechslungsreich sind die Bosse auch nicht, aber naja, müssen die auch nicht unbedingt so alle sein. Kombination, Auderwirbel. So. Puh. Und gleich nochmal und Ayla bleibt das einzige, die angreift. Okay, Kombination, Auderwirbel. Oh, Chrono hat keine MP mehr. Das ist ja auch schön. Angriff. 14? Warum das? Ether. Ja, auf Chrono. Angriff. Tag. Eis. So, Chrono hat wieder genug MP. Male hingegen nicht, aber das können wir dann auch noch ändern. Was zum Teufel? Warum kriegt er so wenig Schaden? Gewitter. Angriff. Das ist irgendwie voll seltsam. Ah, jetzt kriegt er wieder ganz normal Schaden. Wahrscheinlich müssen wir die alle erstmal mit Gewitter angreifen. Warum auch immer. Ergibt ja so viel Sinn. Warum gehe ich bei Eiler überhaupt auf Tech? Weil die kann ja nichts. Drehschnitt, einfach wieder Gewitter. Und Eis. Eis müsste eigentlich sehr viel bei denen ausmachen, weil da sind ja Reptilien. Und wenn die mal eingefroren werden, dann sterben sie, weil die ihre Dings, ja, ihre Körperwärme kommt ja von der Sonne. Das heißt, sie haben keine eigene Körperwärme. Kombination Auderwirbel. Puh, noch gerettet. Ja. Ich habe keine Idee, was ich hier noch sagen soll. Wieder 9. Oh Gott. Auderwirbel, aber ich muss die alle heilen. Ist ja ganz schön hier. Puh. Ja, Eiler wieder Angriff. Ja, komm. So, okay, doch, Auderwirbel. Und gleich kann auch Chrono wieder angreifen. Dann können wir dem auch endlich wieder Schaden zufügen. Puh, Angriff. Und selbst wenn es nur irgendwie 5, 6 Schaden macht, ist ja wenigstens irgendwas. Bringt ja wenigstens ein bisschen früher zum Fall. So, Eis.
Und gleich kann ich dann noch wieder Auderwirbel machen. Angriff. Deck, warten erstmal. Kombination Auderwirbel. So, alle wieder halbwegs. Nee, ist also noch nicht alle voll geheilt. So. Wieder Auderwirbel. Ach so, der absorbiert unsere Elektrizität, um uns damit dann anzugreifen, aber wenn wir ihn nicht mit Elektrizität angreifen, dann können wir dem kaum Schaden zufügen. Yay. Das ist ja sowas von schön. Gewitter mal kurz drauf. Und, ja, Male machen halt Kraft auf sich selbst. Das heißt, wir müssen dann Male gleich noch ein Äther geben. Sie hat also nur 256 Lebenspunkte. Okay. Angriff. Ne, Kombination. Ja, sag ich mal, Drehschnitt. Objekt, Äther auf Male. Wann geht er endlich zu Boden? Schon wieder der Stromstoß. Kono hat bald wieder keine MP mehr. Hallo? Geil. Kombination erstmal. Na, oder Wirbel, warum auch immer der zwei Attacken hintereinander starten konnte. Ist ja auch überhaupt nicht unfair. Und warum auch immer ein Erdbeben so viel Schaden macht. So ein Mini-Erdbeben eigentlich. Kein richtiges Erdbeben. Puh, Eiler müssen wir auch gleich noch heilen. Ja, schön. Komm. Auderwirbel. Puh. Der Boss ist sogar noch schlimmer als der letzte. Oh Gott. Auderwirbel. Puh. Ich hoffe mal, er kriegt noch einen Massenheilzauber, weil sonst wird das hier wirklich scheiße. Objekt. Äther. Take. Nice. Und wie gesagt, normalerweise müsste Eis eigentlich ein One-Hit-Kill für die sein. Weil ohne Körperwärme sind die dann, ja, logischerweise tot. Kombination Auderwirbel schon wieder. Die kommt einfach nicht mehr dazu, Eiler zu heilen. Puh. Ja, jetzt. Warum greif ich ihn jetzt ganz normal an? Mann, bin ich schlau, Objekte. Belebung auf Eiler. Ja, schön, stirbt schon wieder. Wow, doch nicht. Tech. Ja, jetzt komm. Danke. Oh. Man kann hier wirklich irgendwie keinen mehr wiederbeleben. Puh. Objekt. Belebung. Warum auch immer er uns angreifen kann, während wir im Menü sind. So, Kraft auf Eiler. Dann ist sie wenigstens wieder voll geheilt. Oh Gott. Nicht Drehschnitt, Gewitter.
Und er da ganz normal drauf. Und ich hoffe, er stirbt gleich. Wurm. Eis. Gewitter. Und Angriff. Komm schon. Oh, wie viel Leben hatten der? 50.000 oder was? Ah, oh, Sturmstoß. Natürlich. Puh, das ist hier wirklich gerade ein richtiger Scheiß. Und ich kann aktuell auch keine Massenheilung machen. Objekte, Belebung auf Chrono. Take Kraft auf Chrono. Jetzt komm, geh doch. Puh. Wahrscheinlich ist die ganze Folge jetzt schon mit dem Kampf gegen den Boss hier voll. Wahrscheinlich ist hier schon die zweite Folge der Aufnahme. Kombination Aura-Wirbel. Das ist wirklich ein sehr krasser Boss. Weil der verdammt nochmal mehr Leben hat, da ist keine Ahnung was. Das ist das einzige Problem, das ich mit dem Boss hier habe. Der Ding viel mehr Leben als... Wahrscheinlich hat der Endboss weniger Leben als der hier. Oh Gott. Das wird noch ein Kampf. Ich glaube, wenn ich hier fertig bin, gucke ich noch nach, wie viel Leben der Boss hier hat. Verdammt nochmal, wir haben dem mindestens 5000 Schaden hier schon zugerichtet. Es kann doch nicht sein, dass er so viel aushält. Puh. Nicht Kraft, Eis. Gewitter, Angriff. Geht doch! Gott sei Dank! Hoffentlich müssen wir jetzt nicht noch einen Boss machen. 500 Erfahrungspunkte erhalten, 10 Tech-Punkte. Chrono Level Up, Eile Level Up, Male Level Up. Die Affen schlagen Nisbel? Gib den Chrono zurück, sofort! Dennoch werden wir einst die Welt beherrschen. Eure Tage sind gezählt. Ist der Torschlüssel okay? Gott sei Dank, er sieht normal aus. Ich immer kämpfen, Azala nicht verlieren. Ich immer kämpfen, Azala und nicht verlieren, so. Warum läuft sie schon wieder? Du gehen, Chrono? Schade. Danke, Ayla. Ich habe viel von dir gelernt. Wie man richtig Party macht. Leid tun. Ich jetzt versuchen, stark sein. Wie Chrono. Wiederkommen, Chrono. Feiern, essen, tanzen, kämpfen. Spaß. Schon wieder Metal Festival? Kämpfen kann man auch als Moshpit interpretieren. Wiederkommen, Chrono, Male und Luca auch. Jo, machen wir. Also, wir haben ja ein bisschen was gesammelt da hinten. Was ist das? What the fuck? Massenweise Lava. Wow. Okay, wir haben ja ein bisschen von den ganzen Sachen da gesammelt, Zähne und so. Mal gucken, was wir uns hier holen können. Rotblatti 8, Zahn.
Rubingewehr? Was zum? Sind wir hier nicht irgendwie in der Steinzeit? Eigentlich sogar noch früher, theoretisch, weil es 65 Millionen vor Christus ist. Da waren noch nicht mal die Menschen so au weit ausgereift, aber naja. Wie zum Teufel und wo zum Teufel haben die ein Rubingewehr her? Aber okay. Rubingewehr halten. Noch mehr Handel. Je drei von zwei verschiedenen bringen und dich eine Waffe oder Objekt geben. Horn. Was noch? Sagen wir noch Zähne. Flint. Okay, das würde schon eher passen, weil Flint ist ja Feuerstein und Klinge. Eine Klinge aus Feuerstein wird ja passen. Nö. Wir haben ja nicht mehr so viel. So, dann überprüfen wir mal, was wir hier so gekriegt haben. Falscher Knopf. So, komm. Der hier. So. Katana, rot. Ja, die Klinge aus Feuerstein macht mehr als ein Katana. Ergibt ja auch Sinn. So, Male. Ja, sonst nichts. Und Luca. Ja, das Rubingewehr ist viel besser als das Plasmagewehr. Was auch Sinn ergibt. Weil Plasma ist ja überhaupt nicht stark. Kann man ja überhaupt nicht problemlos jeden töten. Naja, Rubingewehr anziehen. Wir haben jetzt einen Rotstein, also den Traumstein, müssen wir jetzt haben. Oder? Überprüfen. Haben wir den hier irgendwo rumliegen? Jipp, Traumstein. Also würde ich sagen, gehen wir zurück zum Melchior. Wo sind wir überhaupt hergekommen? Ist irgendwo. Jipp, müsste hier gewesen sein. Mystische Berge. Aber ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause und bin gleich wieder da, weil ich muss hier noch kurz was erledigen.